Haltbar, praktisch und krisensicher. Für Konserven läuft es gerade richtig gut. Gestapelt zu kulinarischen Schätzen in unseren Vorratsschränken. Doch wer sorgt eigentlich für den konstanten Nachschub im Supermarkt? Und was genau macht die Konservendose so genial? Wir langen mal mitten rein. In Erftstadt bei Köln steht eins der größten Fertigungswerke für Konservendosen in Deutschland. Das Coronavirus hat auch hier alles auf den Kopf gestellt. Eine gewaltige Herausforderung für Georg Frommholz und seine 233 Kollegen. Ohne ihren täglichen Einsatz würden die Regale leer bleiben. Der Qualitätsmanager kann uns bestimmt erklären, warum gerade die Dose der beste Haltbarmacher für Lebensmittel ist und damit gerade so gefragt. Ja, auf den ersten Blick ist das eine simple Blechdose. Ist es die Dichtheit der Dose? Die Dose muss absolut dicht sein. Dann die Innenbeschichtung, die sie erst haltbar macht auf lange Sicht. Und natürlich die Stabilität der Dose. Konservendosen haben wirklich Superkräfte, was Stabilität angeht. Eine Dose trägt über 300 Kilogramm Gewicht. Das mussten wir natürlich ausprobieren. Die kleinen Lebensmitteltresore erleben derzeit ein richtiges Comeback. Jeder möchte zur Sicherheit ein paar Dosen zu Hause haben. Und dafür läuft die Produktion bei Trivium Packing auf Hochtouren. LKW liefern tonnenweise Weißblechrollen ins Werk. Wir haben kurzfristig einen deutlich höheren Bedarf gehabt an Material, weil große Kunden haben einfach kurzfristig auch viel mehr Dosen bestellt. Das ist mal schnell eine Million innerhalb von 2 Wochen mehr, die wir dann auch produzieren mussten. Das Metall kommt aus deutschen Stahlwerken. Und wozu die Verspiegelung? Die Verzinnung ist quasi die Rüstung der Dose, denn das Blech ist nur 0,2 mm dick. Und trotzdem ergibt das eine undurchdringliche Barriere gegen Licht, Sauerstoff und Verunreinigung. Grundvoraussetzung, um Lebensmittel und Inhaltsstoffe zu konservieren. Die zugeschnittenen Blechstücke, die Zargen, müssen schnell weiter. Eine große Ravioli-Fabrik wartet auf die neuen Verpackungen. Aber erst wenn die strenge Qualitätsprüfung bei Thorsten Jaschke bestanden ist. Eine wichtige Arbeit, die auch in Krisenzeiten keine Maschine übernehmen kann. Ein paar Leute müssen ja die Produktion in Deutschland aufrechterhalten. Außerdem ist man natürlich auch froh, dass man sein Geld weiterhin verdient. Die anderen Leute haben ja doch ein bisschen Gehaltseinbußen. Homeoffice wäre unmöglich. Genau wie Stillstand. Die Produktion läuft an Wochenenden und an Feiertagen. Das Blech ist inzwischen auf der Innenseite mit der markanten Kunststoffbeschichtung überzogen. Wozu ist die eigentlich gut? Die sorgt dafür, dass die Dose über Jahre haltbar und lagerfähig ist. Die Innenbeschichtung ist übrigens völlig unbedenklich. Die weiße Schicht schützt die Ravioli später auch vor unappetitlichem Metallgeschmack. Außerdem bleibt der Inhalt so auch bei Stürzen und Dellen unversehrt. Na bitte, das Metall sieht nun auch immer mehr nach richtiger Dose aus. Die typisch runde Zylinderform. Aber etwas sehr Wichtiges fehlt noch. Und das passiert genau hier, in dieser Maschine. Die sogenannten Sicken. Nein, das ist keine Verzierung. Die umlaufenden Rillen übernehmen eine Art Federfunktion. Wie Sprungfedern machen sie die Dosen beim Stapeln gleichzeitig flexibel und stabil. Die Einkerbungen finden wir auch auf den Deckeln. Wie enorm wichtig diese Sicken beim Ravioli-Abfüllen sind, sehen Sie gleich. Jetzt kommt eine weitere Geheimwaffe der Dose. Der gefalzte Boden. Dadurch bekommt die Dose verstärkte Kanten. Die halten absolut dicht und sorgen für noch mehr Standfestigkeit. An die 2 Millionen Dosen mit passendem Deckel kann das Werk pro Tag herstellen. Die fertigen Konserven müssen nun in diesem Karussell ihre Dichtigkeit beweisen. Wer hier rausfällt und im roten Abfallkorb landet, hat im Supermarktregal nichts zu suchen. Nur Konserven, die zu 100% schließen, können die jahrelange Haltbarkeit garantieren. In Paletten aufgetürmt und exakt in Reih und Glied fahren die Dosen in das Lager. Von hier aus geht es weiter zu den großen Lebensmittelabfüllanlagen in Deutschland und ganz Europa. Ein weiterer Pluspunkt der Konserve?
Das Metall ist immer und immer wieder zu 100% recycelbar und damit der Umweltchampion, wenn es um Verpackungen geht. Der LKW ist beladen. Es geht für die Verpackungen direkt nach Süddeutschland. Dort werden die Dosen schon sehnlichst erwartet. Ravioli aus der Dose. Ob in der Studenten-WG, beim Zelten oder einfach als Notfallration im Vorratsschrank. In Deutschland werden jährlich über 28 Millionen Ravioli-Konserven allein vom Marktführer verkauft. Dose auf, warm machen und fertig. Was steckt da eigentlich genau drin? Und wie müssen die Nudeln vorbereitet werden, um in unsere Super-Tresor-Konserve zu kommen? Die Dosenladung ist inzwischen in Singen, nahe des Bodensees, angekommen. Hier ist auch die Geburtsstätte der Dosenravioli. Beim Teig geht es ganz klassisch zu. Der besteht wie bei der italienischen Mamma aus Hartweizengrieß, Wasser und Weizenkleber. Der Teig wird in der Maschine ausgestanzt, gefüllt und zusammengeklappt. Fertig. Rund 12.000 Ravioli pro Minute spucken die fünf Maschinen zusammen aus. Aber was ist nun in den Ravioli? Wir finden Säcke mit Buchenspänen in einem Nebenraum. Was soll denn bitte Holz in den Ravioli? Da kann doch etwas nicht stimmen. Keine Angst, das Buchenholz wird zum Räuchern verwendet, und zwar von Schweinespeck. Pro Tag kommen beim Ravioli-Hersteller rund 1,5 Tonnen in die Teigtaschen. Bevor der Speck in die Dose kommt, wird er erstmal 12 Stunden bei 30 Grad eingesperrt. Wir räuchern den Speck hier noch selber über mehrere Stunden und anschließend wird dieser Speck verflüssigt und den dosieren wir dann in die Füllung für die Ravioli. Der intensiviert den Geschmack der Ravioli nochmal, damit wir dieses schöne rauchige Fleischaroma haben. Also keine Würfel, sondern Flüssigspeck. Und hier noch mehr Fleisch. Aus handlichen 20-Kilo-Paketen, minus 10 Grad tiefgefroren, wird aus dem Rindfleisch innerhalb weniger Sekunden gefrorenes Hackfleisch. Schwerstarbeit für die Maschine, die täglich rund 7,5 Tonnen verarbeiten muss. Das Fleisch, das übrigens aus Deutschland kommt, muss tiefgefroren verarbeitet werden, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird und Keime keine Chance haben. Der Name Ravioli leitet sich übrigens vom italienischen Wort Ravioli ab. Übersetzt heißt das Reste. Denn im Mittelalter wurden die Reste vom Vortag in die Teigtaschen gefüllt. Und was kommt hier in die Dosen Ravioli rein? Kein Fleisch, sondern dieses Pulver. Es besteht aus verschiedenen Gewürzen wie Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und Salz. Dazu kommen Wasser und das geräucherte, verflüssigte Schweinefett. Im Prinzip ein Geschmacksverstärker, der der Füllung Fleischaroma zusetzt. Und was ist noch drinnen? Paniermehl, gemahlenes Brot, wie beim Wiener Schnitzel. Wenn wir zu wenig Semmelbrösel im Teig hätten oder in der Mischung hätten, wäre es zu flüssig und könnte nicht weiter verarbeitet werden und würde aus der Ravioli auslaufen. Wäre dementsprechend zu viel Semmelbrösel drin, wäre es zu klumpig und hart und könnte nicht mehr in Form gebracht werden, sodass es schön die Ravioli sich später um die Füllung legen kann. Ein Erfolgsrezept seit 1958. Im Blancheur werden die frischen Ravioli 5 Minuten in 90 Grad heißem Wasser vorgekocht. Zeit, um nachzusehen, was in der Soße ist. 6 Tonnen Tomatenmark aus Spanien, nicht aus Italien, werden mit Gewürzen zur Soße. Der Grund? Das spanische Tomatenmark ist einfach süßer. Und jetzt kommen unsere Dosen aus dem Konservenwerk ins Spiel. Mindestens 163.000 Dosen sollen hier pro Tag von der Anlage abgefüllt werden. Zum Glück ist der Nachschub rechtzeitig angekommen. Exakt 45 Gramm rohes Rind pro Konserve machen die Tomatensoße zur klassischen Fleischsoße. Eine Pfanne zum Fleisch anbraten suchen wir hier allerdings vergebens. Per Rutsche kommen die vorgekochten Ravioli aus der oberen Etage zur Abfüllung. In der Regel schaffen es 45 Ravioli in die Dose, bevor die heiße Tomatensoße dazukommt und anschließend luftdicht mit den Deckeln verschlossen wird. Jetzt der entscheidende Schritt. Die Hitzebehandlung im Inneren eines Druckbehälters bei mehr als 100 Grad. Nachdem wir die Dose gefüllt haben und anschließend luftdicht verschlossen, durchläuft sie unseren Sterilisator.
Dieser hat zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, das Produkt zu sterilisieren, somit die Bakterien abzutöten, die eventuell noch in der Dose sind. Das zweite ist der Garprozess, weil wir die Rohstoffe wie das Fleisch und die Nudel ungekocht zugegeben haben. Der ganze Prozess dauert ungefähr 15 Minuten, bis die Dose anschließend verzehrfertig ist. Erinnern Sie sich noch an die Sicken, die Rillen in der Dose? Die werden jetzt dringend gebraucht. Denn wenn die Dose erwärmt wird, dehnt es sich im Inneren aus. Und zwar nach allen Seiten. Das weiche Metall gibt nach, während sich die Dose kurzzeitig wölbt und wieder zusammenzieht. Durch die Sicken bleibt die Dose stabil. Extreme Temperaturen sind kein Problem. Die vorgegarten Ravioli können wir deshalb sogar kalt essen. Die Wärmebehandlung und die Metallhülle zusammen sorgen dafür, dass Lebensmittel in Dosen mindestens 2 Jahre haltbar sind. So bleiben auch Vitamine und der Geschmack erhalten. Konservierungsmittel sind dabei nicht nötig. Ob Ravioli drin sind oder lieber etwas anderes, ist Geschmackssache. Aber so eine Konservendose ist auf jeden Fall genial.